Also, hey, wir sind jetzt mit im Gespräch. Und eigentlich sollten wir ja zuerst mal eine hochoffizielle Begrüßung machen. Dann mache ich das gerade. Hey, ciao zusammen, hier ist der Music Talk von DMD2 und Producer Tune und hitparade.ch an dieser Stelle auch. Heute an einem relativ kühlen, aber es warmet langsam Jänner Nachmittag bei uns zu Käsitz. Ein weiterer Herzensgast, endlich bei uns, der Luki Wüterich. Hey, Luki. Guten Tag. Guten Tag. Hey, schön, bist du. Binis. Und wir tun wieder mal die Statistik von den Tunerinnen und Tuner, die bei uns im Music Talk gefeatured werden, brutal erhöhen. Nach Funkhauser, nach Joshua Romano, nach Amacher, nach The Souls, jetzt der Luki Wüterich. Das Tun, das hat schon irgendetwas. He? Ja, ich glaube auch. Es hat recht viele Bands und Kulturschaffende. Genau. Es ist noch erstaunlich. Und mit dem Philipp vor knapp, nicht, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, haben wir ein bisschen versucht zu erörtern, wo er recht zu tun ist auf die Welt gekommen, weil dort vielleicht in diesem Wasser ein bisschen etwas Blues, also ein bisschen der Blues drinnen ist. Wo bist du? Also ich weiss, du bist in Brögl zu tun. Wo bist du da auf die Welt gekommen? Bist du im Dürrenast auf die Welt gekommen? Oder bist du eigentlich im Spital zu tun. Ja, gut, das stimmt natürlich. Aber nein, also ja, wo wir gewohnt haben, das ist einfach ein Strandbad, okay. Stremu dort, Alpha, kennst du das? Ja, also ich bin dort hinter dem Gimmer bin ich aufgewachsen. Ah, okay. Also, quasi. Aber nicht ganz im gleichen Jahr. Yeah. Aber also dort offenbar schon ein in der Nähe vom See hat es offenbar auch Blues. Der Luki Wüterich hat sein, in Amerika würde man sagen, der Sophomore Release draussen, also sein zweites Album, noch nicht draussen. Es kommt erst raus, am 16. Februar. Er tut es dann schon ganz gleich taufen. Wir werden über das Album reden. Es heisst My Kind of Music. Und das ist also nach 2 Jahren. Ja, genau. Nach ja. dem Debüt. Am 21. Ja. Dezember 21 ist das Steady-Album rausgekommen. Voilà. Ja. Steady hat es dann geheissen. Und Ready, Steady, Go. Jetzt ist My Kind of Music in den Startlöchern. Und der Luki bringt es uns heute mit und stellt uns das vor. Luki, die Frage, die du wahrscheinlich noch nie mehr gestellt hast, natürlich haben die schon alle gestellt. Ein junger Mann, 27 bist du inzwischen, der schon seit über 10 Jahren eigentlich Musik macht, oder mehr eigentlich. Du bist eigentlich mit der Musik quasi auf die Welt gekommen. Ja, das kann man schon so nicht sagen. Nicht. Das hat schon ein bisschen gebraucht. Also so, ja, mit 10 oder so habe ich angefangen. Okay. Also, aber 17 Jahre, kann man sagen, bist du ein arrivierter Künstler, aber du bist Blueser und machst, also, bist du Blueser? Würdest du das überhaupt über dich sagen, so, wenn wir schon über Schubladen reden? Ja, es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen, wenn man das von sich selber sagt, ist es so ein bisschen, möchte gern und so. Ich weiss doch nicht, ich habe einfach wie das Gefühl, dass Blues wie das tiefe Fundament ist und wie die Wurzeln so ein bisschen. Mhm. Und aber das ja eigentlich, ja, Musik hat für mich nicht so Schublade und so. Und darum würde ich sagen, ich bin Musiker. Mhm. Aber schon Blues so ein bisschen, ist schon Thema. So. Du kannst ja theoretisch auch sagen, du hast dein Ableton Live Pad und du machst deine Loops und das machen ja viele heute und mit Autotune und so arbeiten. Das kann man ja jetzt nicht sagen, das ist nicht richtige Musik, weil die kreative Leitidee ist ja dort, zum Teil anzufinden, oder? Ja, aber ich glaube, es kommt aber ein bisschen darauf ab, wie viel das noch hinzugefügt ist und wie viel das wirklich echt ist, oder? Aha. Und ich has gerne jetzt mit meinen Musikern und so, wenn so viel wie möglich live ist und einfach so, wie es kommt. Ja, okay. Also würdest du sagen, so, also, wenn es verändert ist oder eben gelobt wird oder so, dann ist es dann tendenziell vielleicht ein bisschen weniger echt. So. Ja, vielleicht, ja. Wenn es einfach so übertrieben wird. Ja. Aber so mit so, wenn man es anschaut, als wie ein Malkasten mit verschiedenen Farben. Aha. Und dann ein bisschen dort ein bisschen dazufügt und dort, dann finde ich es cool. Wie war das so gewesen? Der Luki mit 10, 11, was hat er da so von Musik gehört? Ich muss überlegen, was war das etwa gewesen? Irgendwie 2000. Nein, mal. Ja, also 2004, 2005, was hat er da? Das kommt etwa her, ja. Ja, ich glaube schon, so die ersten Erinnerungen sind so, glaube ich, die Alben da, AC/DC, Highway to Hell. Aha. Und Guns N' Roses habe ich auch viel gelesen. Use Your Illusion. Und Appetite for Destruction. Appetite for Destruction dann noch. Ja.
Ja, und er hat mir eigentlich immer vorgestellt, dass sie entweder Slash werden oder AC/DC. Okay. Also Angus Young. Also Angus Young. Also Gitarre, ist wie klar gewesen. Genau, ja. Das hat mich irgendwie dann schon einfach gepackt. So. Vor allem habe ich gegen so DVDs von AC/DC da, wo sie so vor einem riesen Menschenmeer performen. Ja. Und dann haben wir auch so gedacht, ja, es wäre cool, her. So Angus Young zu sein. So. Ja, und dann so über die Bühne zu jucken. Genau. Ist das bei euch, also ich nehme an, das ist bei euch daheim gelaufen, der Sound, oder? Ja. Ist das mehr deine Mom gewesen, oder ist das mehr dein Bär, der einen Sound gelaufen hat? Nein, der Bär, ja. Schon der Bär. Er hatte Plattenspieler und Kassette. Also, so noch die richtig hohen Türme, wie sich die Hi-Fi-Türme. Ja, genau. Und dort bin ich auch bei der Plattensammlung durchwühlen und so. Ja. Yeah. Hat er nur Rock gehabt oder hat er noch so anderes Zeug gehabt? Er hat schon noch ein bisschen anderes Zeug gehabt. Also zum Beispiel so ein bisschen Huey Lewis und so Saga und so Zeug. Also gut, aber ja, das ist alles ein bisschen rockig, oder? Ja, schon. Also, ist nicht unbedingt der Jazz gewesen. Und doch, nee, irgendwie. Also dann hast du gefunden, mal, dort will ich auch her. Aber jetzt der Weg zu der Gitarre und zwar eher einfach ein bisschen zu der Blues-Soul-Gitarre, Hillbilly-mässig, also jetzt weniger rein. Du hättest ja ein Rock-Gitarrist werden können, bist aber nicht geworden. Ja, irgendwie am Anfang habe ich es schon ein bisschen versucht. Aber ich glaube, der Key war, dass eigentlich ein paar Leute, die gleichzeitig mit mir angefangen haben, Gitarre spielen, im Progi dann zumal noch, schon früher. Habe ich einfach recht schnell gemerkt, bei mir hat es von Anfang an eine klassische Gitarre gegeben und dann akustische, also Western-Gitarre. Ja, also Nylon. Nein, Western ist nicht. Zuerst Nylon, Drahtig. Und dann habe ich halt immer so, und vor allem dann schon, die Songs gesungen allein. Und dann habe ich gemerkt, so, ich muss mich allein begleiten können, oder auf Boden und so. Und wenn du alleine bist, dann kannst du dann eben nicht den Verzerrer reinschalten. Okay. Und richtig, dass es nach Hard Rock tönt. Und darum habe ich mir so ein bisschen angeeignet, so wie eine Spieltechnik so ein bisschen entwickelt, wo nicht mehr selber gut Boden geben kann und so. Und das ist dann halt dann so ein bisschen, oder wenn ich dann mit den anderen verglichen, die haben nicht dann wirklich spielen auf der akustischen, haben einfach dann die E-Gitarre angelegt und mega viel Verzerrung getan. Quasi. Und es hat schon nach etwas getönt, oder? Ja, klar. Und darum habe ich dann so gedacht, lieber das arbeiten mit der Verzerrung, wenn das andere ein bisschen das Fundament einfach ein bisschen mehr drauf gebügelt hast. Und nicht am Anfang mit Stromgitarre anfangen. Natürlich. Aber Luke, ich nehme jetzt nicht an, dass du das Gitarrenspiel komplett allein hast beigebracht. Du bist schon in der Musikschule, oder? Ja, also jetzt Privileg gehabt, dann Kunst- und Sportklasse, ist von 7. bis 9. Klasse. Im Progu. Genau, die anderen sind schütteln die ganze Zeit. Und ich konnte Musik machen und dann noch in der Musikschule Region tun. Ja, genau. MSR. Ja, genau. Jazzgitarrist als Lehrer noch. Oh, cool. Wer war das? Der Stefan Urwiler. Aha. Okay, dann bist du einer von den wenigen, der dann nicht beim Unisono Gitarre gelernt hat. Genau, ja. Ja, und aber vor allem, weil es auch wie staatlich subventioniert war. Also einfach mit der Musikschule, oder? Dann glaube ich noch sogar, wenn wir nicht alles täuscht, noch ein Stipendium bekommen, dass sie es überhaupt machen können. Und du bist von Anfang an in Jazz eingestiegen, oder? Jetzt hast du schon ein bisschen Concerto der Aranjuez und so, die üblichen klassischen Sachen üben, oder? Ja, nein, es fängt ein bisschen früher an. Und zwar eben, gehen wir von diesem AC/DC-Ding aus, oder? Ich so, ich will Gitarre lernen und so. Und dann ist eben, als ich in der Oberstufe war, war dann mal ein Kurs ausgeschrieben, so für das Gitarre. Und er hat mich dort angemeldet, hat klassische Gitarre bekommen. Und dann haben wir aber nur so Manni-Matter-Lieder und so Zippi-Gespängstli und so Zeug gespielt. Dann wollte ich wirklich schon fast wieder aufhören. Und dann kommt die Mutter und sagt so, hey, jetzt haben wir alles gekauft, Noten hast du gekauft, Gitarre haben wir gekauft, jetzt ziehst du es noch durch, oder? Es gibt so Momente, wo die Eltern müssen sagen, jetzt solltest du noch weitermachen. Jetzt hat sie immer das Gefühl, ich bin wegen ihr noch Musik machen. dem. Lassen wir sie doch dabei. Also, letztlich, ich meine, sie hat das ja ermöglicht. Also, du hast es zwar selber gemacht, aber ohne sie wäre es irgendwie doof gewesen, oder? Wahrscheinlich. Ja, ich bin schon froh, hat sie mich dann dazu fast gezwungen. Jetzt gehst du noch zu dieser Lehrerin, wenn es ein bisschen stinkt. Und so. Ja, und sie hat eben, die Eltern haben die immer unterstützt. Auch wo du dann nach dem Progo hast gesagt, er hat keinen Bock, ich will Musik machen. Ja, also keinen Bock habe ich nie gesehen. Also einfach so. Also ich möchte schon Gitarre lernen, aber einfach nicht die Stücke und nicht bei dieser Lehrerin, oder? Ja.
Und das war dann, glaube ich, der Punkt gewesen, aber das dann ist irgendwie wie ja, Klasse weiter oder so. Und dann hat die Lehrerin aufgehört, hat einen anderen Lehrer bekommen. Und er hat wie gespürt, so, dass ich etwas mehr will. Und, so. Ja. Und dann hat er mir auch E-Gitarre mitgenommen. Okay. Und hat den anderen gesagt, er spielt Rhythm und Luke kann ein bisschen Solo drüber spielen. Oder? Und dann hat er mich schon ein bisschen kürzeln mit dem. Ja, und dann ist natürlich ist dann cool. Gut gekommen. Und dann der Schritt zu den Vocals. Wie ist denn der gekommen? Ja, Vocals. Also eigentlich habe ich schon immer gesungen. So ein also, okay. Das hat dich nie irgendwie Überwindung gebraucht. Und dann, ja, mal schon. So. Aber ich glaube, viel Zeit gehabt, um mich daran angewöhnen. So okay. Also, früher hatte ich drei akustische Gitarristen, die ich gesungen und Gitarre gespielt haben. Die hatten ein paar Namen, so also Thun Süd oder Mundart Power oder Thun der Troubadour. Mhm. Und ja, und mit denen hat es so ein bisschen angefangen, im Sinne von, habe ich die gesehen und die haben alle ihre eigenen Songs gespielt und gesungen. Mhm. Und dann habe ich mit denen angefreundet. Der eine von denen, Tom Lee, ist dann mein Gitarrenlehrer geworden. Ja, ah, der Tom Lee, ja. Und er, nein, sie mich fast wie genötigt, so, hey, jetzt, ja, jetzt kennst du fast alle von unseren Songs, jetzt schreib mal hier selber einen Song, oder? Ja. Ja, aber das war etwa so mit, ja, 12, 13 gewesen, oder? Und dann habe ich einfach selber ein bisschen, so wie es halt ist gegangen, oder? Aber wirklich so, der Fokus auf die Stimme habe ich eigentlich nie so gelegt, irgendwie. Gut, also, lang hast ja du auch, wie man ja jetzt hört, also man kann zwar in der Presse lesen, der Bariton, also für mich ist das mehr ein Bass, ehrlich gesagt, inzwischen. Das heißt, deine Stimme hat sich ja mit dem Stimmbruch komplett verändert, oder? Also ist der auch deine Stimme eher als Teil vom Instrumentarium, wo du bietest, auch dann erst so, hat sie dann erst so erschienen, wo hast du können sagen, mal, jetzt ist meine Stimme fertig, jetzt mit dem macht es eigentlich auch Sinn, Zusammenhang mit dem Sound, den ich spiele. Ja, es hat schon. Ja, ich glaube immer gedrückt, etwas aufzunehmen. Oder etwas aufzunehmen war noch eins, gewesen, aber aha, dann nur für meine Ohren. Weil ich gewusst, oder wenn du so das jung bist, schön, ja. Ja, merkst du noch so. So. Ja, dann wartest du ein bisschen, irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr, und dann tücht sie schon wieder heim, es geht ja gar nicht. Ja, klar. Und darum wollte ich wirklich so lange wie möglich warten, bis wirklich so ein bisschen die Stimme sich von allein hat wie gesenkt. Und, also eigentlich ja, Stimmbruch, klar. Oder? Und so ein bisschen. Ja, klar. Ja, dass es ein bisschen bleibt, oder? Klar. Ja, ja, so lange wie möglich gewartet, bis dann das Album Steady aufgenommen. Gut, also mit 25 war der Stimmbruch, glaube ich, abgeschlossen gewesen, oder? Kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Yeah. Die Stimme wird sich vielleicht noch ein bisschen verändern in den kommenden Jahrzehnten. Sie wird eher auch nicht höher, oder? So geht das. Ich hoffe es mal. Genau, also ich würde sagen, rein vom Instrumentarium bist du mega parat. Dein Debütalbum ist sehr prisen worden. Man hat die Prisen durch den Klee durch als die neue Blues-Entdeckung. Sicher nicht zuletzt hier wegen Philipp Fankhauser, der dich ja auch hat gefördert hat. Und jetzt kommt eben dein zweites Album raus. Du hast eine neue Plattenfirma, glaube ich, ein neues Label. Wenn ich das richtig verstehe. Okay. Ich bin das Label. Eben, du bist das Label. Das ist also auch eine Form von einer Verselbstständigung, oder, die da stattfindet. Erzähl mir jetzt ein bisschen darüber, wie du das kannst. Wie hast du jetzt das hier im Vergleich zu vor zwei Jahren anders erlebt? Jetzt hier bei My Kind of Music. Das lässt ja schon ein bisschen etwas sagen. Das ist jetzt mies, oder? Vielleicht noch mehr als Steady. Ja, du hast es erkannt. Es war, glaube ich, so ein bisschen, wie so beim ersten Album, beim Steady, habe ich auch mit zwei Leuten zusammengearbeitet, zum Schreiben. Mhm. Und sprich, ja, mit Josu hast du viel geschafft, oder? Genau, genau. Mit Josu und mit Frieda Goodlet auch. Ja. Und ja, dann war es einfach wie so, gewesen, dass ich zum Beispiel eine Idee hatte für einen Refrain oder wie so die ersten zwei Strophen, aber es hat mir nur der Refrain gefällt. Okay. Und dann hat man dort ein bisschen, also es ist schon wie von mir rausgekommen, ja. Aber einfach so ein bisschen wie sie haben mir noch viel geholfen so mit den Wörtern und eben in einer Idee gehabt für einen Refrain oder so. Und das ist mal eben das zu dem. Und dann habe ich gewusst, jetzt nach zwei Jahren muss jetzt wieder ein neues Album kommen. Und dann ja, ist es eben noch so ein bisschen schwierig. Du denkst dir so, ja, in welche Richtung soll es jetzt gehen und wie soll es jetzt tun und so. Und dann haben wir einfach so gedacht,
ich kann nicht zu viel überlegen, weil sonst kommt es gar nicht gut. Ich wollte sagen, kannst du das überhaupt überlegen? Du machst ja nicht... Ja, ein bisschen kannst du es ja schon ja, steuern. Wenn du noch keinen Song geschrieben hast, keinen einzigen Song. Keinen einzigen, komplett allein, ja. Und du ja. weißt, also ja, mal, das habe ich schon, aber jetzt für das neue Album, oder? So, okay. Du gehst es raus und dann tust du von dem noch ein bisschen zerren, oder? Und dann yeah. irgendwann oder, ist die Luft aus, alles braucht neue Songs, oder? Mhm. Und dort habe ich eben so am Anfang wirklich so ein bisschen überlegt, so, ja, wie soll ich das angehen, wie soll ich das machen? Sprich, in welche Richtung soll es gehen? Ja, man kann ja mega viel justieren, oder? Mhm. Aber dann habe ich wie gemerkt, je länger quasi, dass ich darüber nachdenke, desto mehr verwirrt es mich einfach nur, oder? Mhm. Und dann habe ich einfach gedacht, komm, ich mache das endlich logische und ich schreibe einfach nur einfach das, was kommt. Also mhm. einfach, ich mache mir keine Überlegungen, machen, wie soll es konkret tun, wie, wo, was. Sondern ja, mit denen einfach so fast etwa zwei Monate fast richtig gehend von Aussenwelt ab, ja, abgeriegelt. Und war nur für mich gewesen, einfach. Und dann konnte ich es irgendwie wie können schaffen, wenn du dann eben so wie in Ruhe bist. Mhm. Und dann ja, kommst du ein bisschen mehr wieder zu dir selber. Ein bisschen, oder? Und dann ist das Zeug einfach, ja, bist du im Gitarren und dann kommt auf das Mal einfach ein Refrain, wo du denkst so, wow, das ist noch gut. So. Das ist geil. Und das ist dann die Magie, die komplett passiert. Faszinierend, wie du das beschreibst. Kommt die Melodie zuerst oder kommen, und die Texte kommen näher? Oder also ist das unterschiedlich? Das ist unterschiedlich. Ist okay. unterschiedlich, ja. Also jetzt bei zwei, drei Songs hatte ich zum Beispiel zuerst mal die zwei, drei Akkorde gehabt und dann mhm. erst irgendwie wie einen Text dazu gehabt. Aber jetzt hat es so zwei, drei Songs, wo einfach wirklich, wo ich die Melodie und die Wörter hatte und dann gefunden habe, ja, jetzt muss ich noch nach einem guten Akkord. Ja. Akkordreihenfolge suchen. Oder? Hat, ja. Also, so wie du das beschreibst, wirkt das auf mich, dass es komplett also, du gehst ja auch in Flow. Du bist komplett im Flow gewesen und dank Gott, es ist dann etwas gekommen. Oder? Es gibt dann auch die Szenen, wo von Künstlern und Künstlern sagen, ich habe gewartet, aber es ist nicht gekommen. Was machst du denn auch? Ja, das hast du nie gehabt. Nein, Gott sei Dank. Also, ja, ich hatte auch ein schwieriges Jahr gehabt, weil wir haben immer noch sehr, sehr viel gespielt. Also eigentlich fast so im Schnitt drei Auftritte pro Woche. Okay. Und nebendran natürlich die ganze Studio-Büte, oder? Und ja, und dann auch privat hatte ich auch zwei, drei schwierige Sachen so wie gehabt. Und darum habe ich gewusst, alles, was ich brauche, ist wie Ruhe. Und dann, aber Material ist echt genug zum genau. Verarbeiten. Ja. Genau. Einfach eben, aber ja. alles, was ich brauche, ist Ruhe. Weil du kannst ja. nicht mit den drei Gigs in der Woche spielen, schon immer noch Studio und so, kannst du ja. dich wirklich so hersetzen und sagen, so komm, jetzt schreibe ich mal einen Song. Ja, das ist eben interessant. Ich früher, vor ein paar Jahren, habe ich immer am Guschen Interviews gemacht mit Künstlerinnen und Künstlern. Das war eine von der Fragen, jetzt seid ihr auf Tour, oder? Ihr macht hier die Open Air Festival Tour, könnt ihr schreiben, oder? Und da gibt es ganz Unterschiede. Es gibt also die sagen, wie hier, nein, ich muss mich einschliessen irgendwo im Krömmeli, und dann kommt es. Mhm. Aber andere, die sagen, gestern Morgen habe ich einen Song geschrieben, wenn ich laut das live ist. Ist also ja, die beneiden ich, so ja, 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 gut, aber es ist einfach halt, wie es ist. Aber wichtig ist ja, dass du das spürst, was du brauchst, und dass du dann in das kannst reingehen. Luki, das Problem, das ich mit dir habe, ist, dass du so viel spannendes Zeug erzählst, dass wir wahrscheinlich eine Stunde könnten schnurren. Aber wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Leider. Aber vielleicht kommst du dann wieder rein. Ich wollte aber unbedingt noch über deine Tour reden. Und liebe Leute daheim an den Handys, an den Computerempfängerinnen und Empfänger, über die einzelnen Songs reden wir ganz bewusst nicht explizit, weil das könnt ihr euch ja anhören. Das Album kommt am 16. Februar raus. Es heisst «My Kind of Music», kommt auf dem Lucky Wüttrich Label raus. Verleiht, respektive distribuiert wird es bei der Phonak. Es ist in jedem sortierten CD-Laden, so es das noch gibt, vorhanden. Es kommt auf Vinyl. Leider hat es nicht gelangt, es herzubringen, aber natürlich, das gehört eigentlich auf Vinyl, so eine Scheibe. Gell, eigentlich schon. Die Plattentaufe ist am 16. Februar, wo könnte es anders sein, in der Mühle, im schönsten Konzertpokalregion. Ist aber leider schon ausverkauft. Aber wir sind auf Tour und es hat noch Tickets und wir haben noch genug Konzerte. Genau, ja. Und ein Gig mit dem Lucky ist immer ein Erlebnis, weil es ist eben nicht nur so, das habt ihr jetzt auch gespürt, dass sehr viel Emotion im Songwriting einfließt. Es ist einfach ein Erlebnis, es ist ein Sound-Spectacular.
Ich finde, du hast eine sehr coole Band. Nimmst du die Band, die auf dem Videoclip für My Kind of Music ist, auch mit auf Tour? Ja. Aber. Also es sind wirklich, also eigentlich seit ich angefangen mit dem ersten Release, das noch vor dem Steady, arbeite ich eigentlich noch nach wie vor so mit den gleichen zusammen. Ja. Cool. Also es ist der Manuel Halter an den Keys, er hat glaube ich auch mitproduziert. Ja, er ist der Produzent gewesen, einfach. Ja. Mit ihm habe ich es produziert. Okay. Er ist selber nicht an den Keys. Er hat einfach im Studio hat er gespielt. Aber auf Tour sind wir wie das vierte Hauptband, ja. Schlagzeug, Bass, Keyboard Hammond und ich. Und nein, wir haben so zwei, drei Gigs, wo es wirklich reicht, so noch die Horns mitzunehmen. Und Horns sind dann vier Horns. Also zwei Saxophon, ja. Trompeten und noch Posaunen. Ich habe gesagt Sugarhorns. Ich weiß nicht, ob man denen Sugarhorns sagen kann. Es klingt einfach wie Sugar. Und mindestens ein paar von diesen Jungs sind zu Bern eben auch als Sugarhorns bekannt worden. Der Adrian von Arx ist es. Und Claudio von Arx. Claudio von Arx, nicht der Adrian. Der Daniel Thorer. Genau. Und der Dave Blaser. Und dann Posaunen oder Lucky Weiss. Aber der kann jetzt eben am 16. nicht. Da kommt Nina Toni. Gut. Aber für dir, von euch, die das schauen, wenn ihr keine Billie habt, werdet ihr es eh nicht merken, dass ja ausverkauft ist. Der Lucky Wüthich bei uns im Music Talk. Es ist schade, haben wir nicht gehört, aber die Zeit ist so schnell vorbei. Merci vielmal. Hast du Zeit genommen, dir zum daherkommen? Hoffentlich kommst du wieder rein. Und wie gesagt, wenn ihr das reinziehen könnt, der Lucky Wüthich jetzt nicht mehr als Support Act, sondern als Full Act. Macht das, es ist ein super Erlebnis. Funky, Soul-y, Hillbilly, Country, Rock, Blues. Es gibt noch 1000 Fragen, aber leider nicht mehr 1000 Minuten. Darum. Merci vielmals, bist du da gewesen. Merci euch, sehr. Und weiter so. Ja, danke für euer Engagement für die Kulturszene. Sehr gerne, merci dir, alles Gute. Und euch alles Gute. Ihr habt gemerkt, es gibt jetzt gar nicht mehr jede Woche Music Talks. Aber wenn es gibt, dann gibt es. Also am besten, wenn ihr wollt, immer informiert werden, dann klickt da unten rechts da das Logo. Oder ist es jetzt oben links? Ich weiß es nicht mehr. Es ist einfach ein Logo, klickst drauf. Und dann musst du auch da das Glöckchen abonnieren. Wir sind für alles dankbar. Weil trotz allem handwerklichen Musik arbeiten, braucht es halt auch die digitalen Social Media Kanal, damit man auch von dieser grossartigen Musik erfährt. Gell? Du hast mir auch erzählt, du seist am Freitag früh aufgestanden, um noch Social Media Posts zu machen und dann am Abend noch einen Gig. Es ist Herzleben als Rockstar. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.